Das Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Oder wer ist das Wort Gottes? Wie verstehen wir das Wort Gottes? Was hat es für eine Autorität in unserem Leben? Wie können wir wissen, dass das Wort Gottes ist? Und was hat das für eine Bedeutung, wenn das der Fall ist? Wie weiß ich das? Wie richte ich mein Leben dementsprechend? Ich weiß schon, dass letzte Woche über das Wort Gottes gepredigt wurde. Es ist nicht dieselbe Predigt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und gleichzeitig, man fragt sich dann, warum zwei Wochen nach dem anderen über dasselbe Thema zum Teil. Vielleicht würde er uns was sagen damit, aber das ist so grundlegend, glaube ich, für unseren Glauben, das Wort Gottes. Also als ich 19 war, es war in dieser Zeit, als ich da an der Uni war, und dann würde ich sagen, es war ein Prozess, wo mein Glaube, was ich glaube immer vorhanden war, seitdem ich jung war, wirklich so meins geworden ist. Also nicht nur, dass ich glaube, weil ich so erzogen worden war, weil meine Eltern geglaubt haben, aber vielmehr, weil ich jetzt das selber umsetzen möchte. Und ich will selbst die Bibel lesen und nicht nur aus dem Hören aus der Kindheit leben, sondern wirklich wissen, was steht geschrieben. Ich kannte schon viele von den Geschichten, weil ich so aufgezogen mit den Geschichten war, wo rund am Tisch wurden sie nachts gelesen. Und ich kannte schon viele von den Geschichten, aber selbst hatte ich noch nie die Bibel durchgelesen. Und dann habe ich begonnen mit 19, vom Anfang bis Ende die Bibel durchzulesen. Und in einem Jahr habe ich das geschafft. Das ist eigentlich nicht so schwer, in einem Jahr die ganze Bibel zu lesen. Aber das war auch auf jeden Fall, war das nicht anstrengend. Also ich erinnere mich daran, das war wie keine Zeit sonst in meinem Leben, wo ich hatte einfach so viel Lust darauf. Also ich konnte kaum darauf warten, nachdem ich fertig mit dem Unterricht am Tag war. Ich wollte zurück zum Zimmer und wieder die Bibel lesen. Es hat mich erstaunt, wie viel Stoff drin war, Sachen, die mir nicht bewusst waren. Und ich wollte alles wissen, was steht geschrieben. Und ich hatte so einen Hunger für das Wort Gottes. Ich glaube aber mit der Zeit, nachdem man schon 20, jetzt ist das 20 Jahre später, man ist schon 20 Jahre gut im Glauben, so wirklich so mit dem Versuch, es selbst auszuleben unterwegs. Und es kann zu dem Zustand kommen, wo man denkt, ja, ich habe die Bibel schon gelesen, mehrmals. Also was gibt's Neues? Wie Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und ich habe die Bibel schon gelesen, es gibt nichts Neues in der Bibel. Kann man so vielleicht mit den Gedanken unterwegs sein. Und dann fehlt die Lust, weil man es schon mehrmals gelesen hat. Man weiß schon die Stellen, die nicht so spannend sind im Alten Testament, wo man wirklich durchhalten muss. Dann kennt man auch die sehr spannende Stellen im Neuen Testament, wo es von Jesus die Rede ist und was er getan hat. Und gleichzeitig, ich stelle mir vor, dass es uns oft schwerfällt, einfach Zeit im Wort zu verbringen. Aber lass uns heute Begeisterung dafür gewinnen und lass uns erstens das lebendige Wort anschauen in Johannes Evangelium Kapitel 1. Johannes 1, Vers 1 bis 18. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht,
Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit aus des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und es steht auch in der Offenbarung geschrieben, dass der Name Jesu das Wort Gottes ist. Also wir haben die Bibel, das Wort Gottes, wir haben Jesus, der auch das Wort Gottes ist. Und wir fragen uns, was hat das genau zu heißen? Wir wollen nicht da einfach hoch so abstrakt bleiben oder überhaupt abstrakt gehen mit der Sache. Man kann forschen und überlegen, was hat Logos, das griechische Wort da, was hat Logos für eine Bedeutung unter den Griechen? Wie haben sie Logos verstanden? Man kann untersuchen, wie haben die Juden Logos verstanden? Und ich sage nicht, dass unhilfreich wäre, aber mein Anliegen ist es, diese Aussage von der Bibel zu verstehen. Und wir sehen, was für ein Vergleich hier gemacht wird mit 1. Mose Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Wie ist alles entstanden im Anfang? Durch das Wort. Er sprach und es geschah. Finsternis, Licht, Leben. Wir sehen ein Einklang hier mit dem ersten Kapitel des ersten Buch der Schrift. Das Wort. Und was wird hier damit gesagt? Jesus. Er ist unvergleichbar mit den Propheten. Propheten haben das Wort Gottes gesprochen oder aufgeschrieben. Und wir haben das. Die Propheten standen unter dem Wort Gottes. Hier haben wir einen, der gleich mit dem Wort Gottes zu setzen ist, der vor dem schriftgewordenen Wort schon in Existenz war. Und das ist schon ein Unterschied. Also die Juden hätten verstanden, dass das Wort Gottes kräftig ist, dass das Wort Gottes wahr ist, dass das Gesetz Mose so zu vertrauen und zu glauben ist. Sie hatten schon eine hohe Achtung auf das Wort und jetzt redet Johannes von etwas, was bevor alle Zeit schon war. Nicht irgendeiner, nicht ein Prophet wie die anderen. Kein geschaffenes Wesen, kein Engel. Dieser Text spricht gegen alle anderen Vorstellungen von Jesus. Alle Vorstellungen, ihn rein menschlich zu machen. Es spricht gegen alle Vorstellungen, ihn gleich als ein gleiches Wesen wie Satan zu stellen. So wie ein Bruder Satan oder sowas. Ein Bruder von Engeln, ein anderer Engel. Dieser Text spricht gegen alle anderen Vorstellungen, die man überhaupt haben könnte. Jesus ist Gott. So sagt der Text. Er ist das Wort leibhaftig im Fleisch geworden. Und das will Johannes hier ganz klar und deutlich machen. Wir haben es hier mit einem Wesen zu tun, mit einer Person zu tun, der vor dem Alten Testament schon in Existenz war, der eigentlich alles in die Schöpfung zum Leben gebracht hat. Dass nichts entstanden ist, ohne dass es durch ihn entstanden ist. Und er setzt uns in die richtigen Gedanken, was es von Jesus die Rede sein sollte. Ein unvergleichbarer Person ist Jesus. Und in dem Bericht der Schöpfung, da ging es um physische Sachen. Da war die Erde erschaffen, Menschen, Lebewesen. Da war es so Licht, die man mit den Augen sehen konnte.
Und jetzt wir reden von dem Jesus, der mit geistlichem Leben zu tun hat und ein geistliches Licht bringt und in geistliche Dunkelheit spricht. Wir sehen auch diesen Kontrast zwischen den zwei Texten. Damals ging es um physische Sachen, die man sehen konnte. Und jetzt mit Jesus geht es um die unsichtbaren Dinge, die man nicht sieht. Und er macht diesen ganz klaren Kontrast für uns im Anfang seines Evangeliums von Johannes. Erinnert ihr euch daran, was in 5. Mose 8,3 geschrieben steht? Wie der Herr das Manna gegeben hat, damit der Mensch lerne, dass er von jedem Wort aus dem Mund Gottes abhängig ist. Dass man nicht aus Brot allein lebt. Lass uns darüber nachsinnen, was hat diese Aussage für uns für eine Bedeutung? Man lebt nicht aus Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Danke dir. Ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich, ich glaube, das Wort auf Deutsch ist vielleicht Fullerei, wo man einfach zu viel isst. Und da waren zwei Ereignisse in dieser Woche, das war wahrscheinlich 2012 war das Jahr, 2011, irgendwo in der Zeit, wo ich in einer Woche zwei Mahlzeiten hatte, wo nachher ich so unangenehm satt war. So auf eine Art und Weise, die mir zu dem Punkt fremd war. Und in beiden Fällen, ich erinnere mich daran, ich habe nicht normal gegessen. Also da bei dem Restaurant war so, hey, mehr Guacamole, mehr Käse, mehr. Und an dem Abend war ich so unangenehm satt, konnte nicht gut schlafen. Dann ein paar Tage später haben wir Pizza bestellt, genauso wie wir normalerweise es bestellt haben. Aber diesmal, also normalerweise hätten wir zwei Stück übrig, diesmal nein, ich habe diese zwei Stück gegessen. Also nochmal, über hinaus von dem normalen Maß, mit dem ich gegessen habe. Und wieder kam diese richtige Übel, Magenschmerzen und so ein Unwohl da im Magen. Und dann hat es begonnen, ab dem Tag, wo jeden Tag, ich konnte einfach zählen, wenn ich meine erste Mahlzeit am Tag esse, dann war es 4 Stunden oder so später, werde ich heftig Magenschmerzen haben, die 5-6 Stunden lang dauern werden. So, es war ohne Versäumung, also jeden Tag ist es so geschehen. Und am Anfang ist man so ein bisschen wie Hiob, von ich verstehe es nicht und ich verstehe, Hiob hat viel Schlimmeres erlitten als das, was ich jetzt erleide und gleichzeitig ich verstehe es nicht, Gott. Was habe ich für eine Sünde in meinem Leben? Warum strafst du mich so? Und ich konnte es nicht verstehen. Soweit ich wusste, lebte ich nicht in der Sünde. Ja, ich hatte diese zwei Mahlzeiten, wo mein Essen nicht den Willen Gottes zu tun war, sondern mein Bauch zu füllen war. Und irgendwann in diesem Prozess, welcher 7 Wochen gedauert hat, glaube ich, ohne was zu finden von dem Arzt, der konnte nichts finden. Aber am Ende des Prozesses, also bevor es zum Ende kam, war ich mit einem neuen Verstand unterwegs. Mit einem Verstand von, auch wenn ich dies nicht begreifen kann, warum ich jetzt so leide oder leiden muss, ich vertraue dir, Gott. Und das hat mich verändert. Das war etwas, wofür dann fühlt man sich ein bisschen wie Hiob, wie nach seiner Geschichte, nach das alles geschehen ist. Dann sagt er, ich habe dich vom Hören erkannt, jetzt aber habe ich dich gesehen. Dieses, ich bin verändert durch diesen Prozess. Es war unangenehm. Es war unerwünscht und gleichzeitig, nachdem es vorbei ist, bin ich dafür dankbar. Danke, Herr, dass du es so erlaubt hast, dass ich durch diesen schmerzhaften Prozess gehen dürfte. Und das hat dieses Wort, weil auch in dem Prozess habe ich dieses Wort aus 5. Mose 8,3 gelesen, dass man nicht aus Brot allein lebt, sondern aus jedem Wort von dem Mund Gottes. Und dann kommen wir
im Neuen Testament zum Johannes 6, 45, wo Jesus erinnert an diese Geschichte von dem Manne. Es steht geschrieben in den Propheten, 6, 45, es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manne, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und wir sehen die Erfüllung von diesem Text im Alten Testament, dass man nicht aus Brot allein lebt, sondern aus jedem Wort von dem Mund Gottes. Und das Wort aus dem Mund Gottes, das Wort von Gott, ist Jesus. Wir haben ewiges Leben aus ihm. Es ist eine komplette Erfüllung dieses Textes im vollkommenen geistlichen Sinne, dass wir ewiges Leben haben aus Jesus. Und man sollte den Text so verstehen, dass es durch Glauben, also Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Und dann Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also man muss nicht so viel weiter daraus denken mit diesem Blut trinken und Fleisch essen. Es hat mit Glauben zu tun. Das heißt einfach, dass du an Jesus glaubst. Das ist, was das zu bedeuten hat. Wer an Jesus glaubt und es nicht, du wirst ewiges Leben haben. Nein, du hast es schon, wenn du an Jesus glaubst. Das ewige Leben hat schon begonnen. Wir wollen noch ein paar Stellen hier anschauen, während wir versuchen, diese Aussage aus Johannes zu verstehen. Und erstens Kolosser 1. Wir wollen Kolosser 1, 15 bis 19. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, das im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seinen es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und wieder, wir sehen, auch die Unsichtbaren, wer bei dem ersten Text in Johannes gedacht hat, ja, das geht nicht nur um Sichtbaren, aber Unsichtbaren, ja, das vielleicht ist Jesus nicht damit zu tun und dann ist er auch so etwas, was erschaffen wurde. Aber hier ist auch die Unsichtbare durch ihn erschaffen. Da ist keine Gleichstellung zwischen ihm und den Satan oder ihm und ein Engel. Er hat auch die Engel geschaffen. Und sie haben ihren Bestand in ihm. Das ist kein Kampf, wo, ja, er ist nur ein bisschen mächtiger und mit seiner Macht kann er sie besiegen. Nein,
Sie existieren überhaupt nicht ohne ihn. Mit einem Wort sind sie fertig. Und dann sehen wir in der Offenbarung, wenn er kommt, was kommt aus seinem Mund, wenn Jesus da wiederkommt? Ein Schwert kommt aus seinem Mund. Und was wird geschrieben in 2. Thessaloniker Kapitel 2? Wie wird er den Menschen, den Mensch des Verderbens, wie wird er ihn besiegen? Durch das Hauch. Einfach durch das Hauch seines Mundes. Er muss einfach sprechen, atmen. Nichts kann existieren, ohne dass er es erlaubt. Was hat das für uns zu bedeuten? Das heißt, da gibt es keinen Kampf, keine Sache in deinem Leben, was mächtiger ist als Gott, als Jesus. Da gibt es nichts, was dich antasten kann, was nicht von ihm erlaubt ist. Wenn es in deinem Leben ist, wie in meinem Fall, bei diesen Magenschmerzen, dann ist es nur da, wo der Herr es erlaubt hat. Und er kann es wegnehmen, wenn er möchte. Wenn er es nicht wegnimmt, er hat einen Grund dafür, weil er alles tut für diejenigen, die ihn lieben. Das ist so ein Trost für uns. Ich habe nichts zu fürchten. Ich gehöre dem, der alles besiegt hat und alles in der Hand hat. Er hält mein Leben. Wie oft kommen wir in Sorgen? Wofür haben wir zu sorgen? Unser Leben ist mit ihm verbunden und nichts kann uns antasten, es sei denn, er es erlaubt. Wenn er es erlaubt, dann ist es zu unserem Gute. Punkt. Wir haben keine Gründe, Sorgen zu machen. Wir sind mit Jesus unterwegs, in ihm verborgen. Hebräerbrief, Kapitel 1, 1-3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist der Ausdruck seines Wesens. Und dann wir kommen wieder zu dem Wort. Jesus ist das Wort Gottes. Lass uns ein bisschen philosophisch hier denken für einen Moment. Wie können wir überhaupt Gott kennen? Es sei denn, Gott sich offenbart. Wie kann der Mensch Gott kennen? Ja, von der Schöpfung kann ein Mensch erkennen, dass es einen Gott geben sollte. Er kann erkennen, dass alles musste irgendwoher kommen. Es musste von einem mächtigen Wesen erschaffen sein. Muss. Aber wie kann ich dieses Wesen, diese Person, wie kann ich diesen Gott kennen, wenn er keinen Schritt nimmt, mich zu nähern? Wenn er mir nicht entgegenkommt, ich habe keine Chance. Wir brauchen die Offenbarung Gottes, um ihn überhaupt zu kennen. Und wie offenbart sich eine Person? Schön, ich kann schon etwas, wenn ich dich sehe, okay, ich kenne, so siehst du aus. Es kann sein, dass der Herr sich einfach sehen lässt, aber niemand hat den Vater gesehen. Wie offenbart sich eine Person? Durch Worte. Durch Worte. Jesus gibt Ausdruck zum Gott. Er ist der Ausdruck Gottes. Er ist das, was wir sehen können, als er Fleisch wurde. Aber auch bevorher, er war das Wort. Das Wort Gottes im Alten Testament. Dadurch kennen wir, dass Gott existiert, was er vorhatte. Und das hat alles auf Jesus hingewiesen. Also Jesus ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Er ist die Offenbarung Gottes. In dem Sinne ist er das Wort Gottes, weil er die Offenbarung ist. Das bringt uns zur Frage von, okay, wenn Jesus die Offenbarung Gottes ist, wenn wir Gott den Vater durch Jesus kennen und alles, was Jesus gesagt hat, war Wort Gottes und alles, was er getan hat, war Offenbarung Gottes. Wenn das alles stimmt, dann das ist nur Bericht von Jesus.
Das kann nicht dann Selbstoffenbarung sein, oder? Siehst du die Gefahr da, dass man sagt, Jesus ist Offenbarung, die Bibel redet von Jesus, es weist auf ihn hin, aber Bibel, Bericht, Erzählung kann kritisiert werden. Jesus, das wollen wir verstehen. Konnte man in diese Gefahr kommen? Und das ist genau, was in Deutschland passiert ist seit der Zeit der Aufklärung. Da geht es um die Vernunft. Wir beurteilen, was ist eigentlich Wort Gottes. Wir gehen mit der Bibel so voran, dass wir unterscheiden und entscheiden uns, ja, das ist okay, wo Jesus was gesagt hat, das könnte wahre Worte Jesu sein. Und wenn es von Jesus kommt, dann ist es Wort Gottes. Sonst, man übt Bibelkritik aus. Ja? Und es ist eine Sache, historisch zu arbeiten. Also ursprünglich dieses Wort Kritik hat viel mehr mit Analyse zu tun. Es ist nicht falsch, die Bibel historisch zu analysieren. Wir wollen, es ist eine Geschichte, wir wollen es in seinem Kontext verstehen. Wir wollen uns versetzen in die Zeit der Aposteln, in die Zeit der Hebräer. Wir wollen verstehen in ihrem Kontext, wie haben sie das begriffen. Das ist schon richtig und gut, dass wir versuchen, aus ursprünglicher Höhe der Bibel zu nähern. Das ist schon gut. Aber was geworden ist, ist so eine Art Kritik von, ist das überhaupt, was passiert ist? Wenn in meinem Leben ich keine Wunder sehe, dann sagt mir die Vernunft, Wunder können nicht geschehen. Dann, wenn ich von einem Wunder in der Bibel lese, dann sage ich, nee, ich weiß aus der Vernunft, solche Sachen passieren nicht. Es muss so einen anderen Sinn haben. Wir müssen die Bibel dann entmythologisieren, also die Mythos von der Bibel wegnehmen. Das ist, was in Deutschland passiert ist, diese Art von Denken. Aber ist das richtig? Worauf komme ich? Warum erwähne ich das alles? Wenn einer dich fragt, wie weißt du, dass das Wort Gottes ist? Dass nicht nur Jesus Wort Gottes ist, aber auch das. Wie weißt du das? Was würdest du einem sagen? Könntest du überzeugen? Könntest du mindestens eine vernünftige Antwort da überliefern? Oder wärst du sprachlos? Ja, ich glaube einfach. Also es hat schon mit Glauben zu tun. Letztendlich, man muss glauben. Also die Argumentation liegt eigentlich in der Bibel. Weil die Bibel sagt, dass es Wort Gottes ist, dann vertraue ich das und ich glaube. Das ist die einfache Begründung eigentlich. Aber dann auch müssen wir da schauen, wo sagt die Bibel das? Und was spielt das für die Geschichte eine Rolle? Also warum gibt es Bücher in unserer Bibel, die nicht in der Bibel der Katholiker stehen? Ja? Warum haben sie andere Bücher im Alten Testament? Prüft eure Bibel auch. Ich weiß, ich habe mindestens einmal einen hier erwischt, der eine Bibel hatte, die diese Bücher drin hatte. Und man muss verstehen, damals, nicht jeder hatte eine Bibel damals. Die Bibel hatten, die wussten, diese Bücher sind inspiriert, sind Schrift, diese Bücher sind nützlich, kann man sie lesen, aber sie waren nicht in derselben Kategorie als die anderen Bücher. Aber jetzt hat jeder eine Bibel und man geht mit der Bibel voran und weiß das nicht. Also was wir in unseren Bibeln hier haben, also Schlag der Bibel zum Beispiel, was das Alte Testament angeht, ist genau dieselbe Bücher, die zur Zeit Jesu anerkannt wurden aus Schrift. Wenn da im Neuen Testament von der Schrift gesprochen wurde, ist es genau die Bücher, die wir in unseren Bibeln haben im Alten Testament. Und da weiß man mindestens, was man in unseren Bibeln hat, im Alten Testament, das ist, was die damaligen Juden als inspiriert betrachtet haben. Okay? Das war schon anerkannt. Aber was mit dem Neuen Testament? Wie geht's weiter? Und das werden wir gleich anschauen. Erstens, was hilfreich bei dieser Frage ist, ist eigentlich sehr leicht zu erinnern, 2. Timotheus 3, ab Vers 15 und dann 2. Petrus 3, ab Vers 15. Man kann diese zwei Stellen erinnern für die Frage, wie weiß ich, dass die Schrift Gottes Wort ist? 2. Timotheus 3, 15. Da erstens als Bestätigung, dass auch zur Zeit Jesu, was die Aposteln geglaubt haben, dass das ganze Alte Testament, was sie damals kannten, inspiriert war. 2. Timotheus 3, 15. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist,
alle Schrift ist von Gott eingegeben oder Gott gehaucht und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also wir sehen, es geht letztendlich um Glauben. Die Aposteln, die Nachfolger Jesu, sie haben das Alte Testament als Gott gegeben verstanden, als inspiriert verstanden. Das war ihr Verständnis. Und auch Jesus hat das Alte Testament so zitiert, es kann nicht gebrochen werden, sagt er. Es steht geschrieben, es muss passieren. Er spricht auch eine schwierige Stelle an, wo im Alten Testament es wird gesagt, ihr seid Götter. Und er benutzt das als Verteidigung, warum er sagen darf, dass ich Sohn Gottes bin. Also ihr klagt gegen mich, dass ich behaupte, Gott zu sein, aber steht geschrieben in der Schrift, dass andere auch Gott sein können. Also es ist sehr schwierig, da braucht eine ausführliche Erklärung da, das alles genauer zu betrachten. Aber Jesus sagt, wenn es so geschrieben steht, dann ist es erlaubt. Jesus behauptet die Autorität der Schrift. Er macht keinen Unterschied und sagt, ja, jetzt bin ich da, der Eigentliche. Er könnte vergessen, was da und da geschrieben wurde. Jetzt habe ich nur das Sagen. Hat er nicht getan. Er hat gesagt, genau so gültig ist das Alte Testament als das, was ich jetzt sage. Also, das ist grundlegend. Dann, wir kommen auf 2. Petrus, die andere Stelle, 2. Petrus 3. Auch ab Vers 15. Und sehe die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus auch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Darunter ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also Petrus erstellt alle Schriften Paulus in dieselben Kategorie aus die Schriften aus dem Alten Testament. Er sagt, das, was Paulus schreibt, ist genauso inspiriert als das, was ihr im Alten Testament lest. Dann haben wir Zeugnis von der Schrift, dass sowohl Alte Testament als Neue Testament Wort Gottes ist. Klar, das bedeckt mindestens die Briefe Paulus, was von den anderen Briefen. Dann müssen wir Gott selbst vertrauen, dass er die Gemeinde so benutzt hat, zu erkennen, was von ihm gekommen ist. Dass die Urgemeinde, sie haben erkannt, das war ein Apostel oder einer, der eine nähe Beziehung zu einem Apostel oder zu Jesus hatte. Und was er geschrieben hat, ist vertrauenswürdig. Wir erkennen das als inspiriert an. Sie haben diese Sache für uns erledigt. Ganz früh in der Kirchengeschichte. Das, was hunderte Jahre später passiert ist, wo ein Konzil sich getroffen haben und sagten, das ist so der Kanon. Sie haben nur bestätigt, was schon der Fall war. Die haben keine Entscheidung getroffen in dem Sinne und so überlegt, soll das dazu gehören, soll das. Sie haben nur anerkannt, was schon anerkannt wurde. Es war einfach eine Bestätigung von dem allgemeinen Wissen der Gemeinde Jesu, was als Schrift betrachtet werden sollte. Also kurzer Überblick da, das ist, wie wir unterwegs heutzutage sind mit der Bibel. Es kommt letztendlich darauf, ob man glaubt oder nicht. Glaube ich das oder nicht? Und man darf das dann auf die Prüfung stellen. Also indem ich dementsprechend lebe, dann sehe ich, ist da Wahrheit drin. Ich kann von mir selbst äußern, es hat mich immer wieder Kraft gegeben, überzeugt, wenn ich gesehen habe, wenn ich dementsprechend lebe, dann ist Leben dabei. Es geht mir gut. Also das heißt nicht, dass ich problemlos in meinem Leben durchgehe, aber es geht mir gut im geistlichen Sinne. Ich erfahre das. Und ich glaube, diese Erfahrung bestätigt auch, dass das Wort Gottes wahrhaftig und zuverlässig ist. Und ich will zum Schluss hier auf Johannes 8 kommen. Johannes 8, 31. Johannes 8, 31 bis 36. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen:
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und meine Frage an uns ist, inwiefern erfahren wir das? Wer in meinem Wort bleibt, der ist wahrhaftig seine Jünger. Bleiben wir im Wort Jesu. Das heißt, ich lese und ich setze das um, was ich lese. Ich lebe dementsprechend, was das Wort uns sagt. Und ich halte das Wort. Inwiefern erfahren wir das? Und wir müssen gucken. Jeder kann sich selbst prüfen. Bin ich Sklave von irgendwas gerade? Was hat mich als Sklave in meinem Leben? Wo merke ich, ich verbringe so viel Zeit damit und ich tue mich enorm schwer damit, das loszulassen. Ich muss 3 Stunden am Handy sein. Ich muss abends dies spielen. Ich muss dies oder jenes in meinen Körper gehen lassen. Ich muss das essen. Wo gibt es so ein Muss in deinem Leben, wo du etwas nicht zur Seite setzen kannst und sagst, nee, ich bin unter keinem Meister außer Jesus. Und das ist für uns, das sollte uns etwas sagen. Wenn das ist, ich komme zu Jesus, ich lese sein Wort und ich sage, Herr, du weißt, ich habe dieses Problem in meinem Leben, hilf mir dabei. Hilf mir, mach mich frei. Und wir suchen die Hilfe Jesu und natürlich, dann kommt es letztendlich darauf, wie man Zeit in der Bibel verbringt. Und es kann verschiedene Gründe geben, warum es einem schwerfällt, Zeit in der Bibel zu verbringen. Das kann ich selbst verstehen, auch wenn ich als Student meinen ganzen Tag mit Büchern so beschäftigt bin und dann auch Bibelstellen und solches. Man hat schon den ganzen Tag gelesen, man hat wenig Lust mehr zu lesen. Das muss ich zugeben, wenn ich so viel Zeit am Tag schon beim Lesen gewesen bin. Und da ist kein Gesetz da. Wir haben eine Freiheit in Jesu Christi. Der Geist leitet uns. Wann ist was dran? Aber ich muss gucken und beobachten, warum? Was ist der Grund, warum ich wenig Zeit im Bibellesen verbringe? Was ist der Grund? Ist es, weil ich so unterwegs mit dem Herrn bin, dass ich wenig Zeit dafür habe, weil ich ständig sein Willen tue, dann ich bete und ich bin einfach erschöpft und ich sage, Herr, ich bin erschöpft, du weißt, ich habe deinen Willen den ganzen Tag gemacht, ich brauche einfach jetzt zu schlafen. Dann gut, da gibt es kein Gesetz. Ich sage, okay, geh ins Bett. Es sollte kein Gesetz, ich bin sehr gegen Gesetz in diesem Fall, dass man macht ein Gesetz daraus und sagt, mindestens muss ich ein Vers lesen, damit ich sagen kann, ich habe die Bibel heute gelesen. Bitte nicht. Ja? Gleichzeitig die Frage, warum lese ich die Bibel nicht? Und vielleicht hat das mit meiner Vorstellung zu tun. Ja, es ist schwer zu verstehen oder ich habe schon alles gelesen oder was wird das mir bringen oder was auch immer. Aber ich glaube, was uns enorm helfen kann, ist nicht daran zu denken, was werde ich als Gewinn davon gleich bekommen. Weil einige werden enttäuscht. Sie lesen eine Stelle und sagen, das hat gar nichts mit meinem Leben gerade zu tun. Das hat mir keinen Mut zugesprochen. Das hat mir keinen Trost gerade gebracht. Und dann suche ich meinen Trost irgendwo anders. Vielleicht geht einer so um. Aber wenn ich die Bibel so vorangehe mit dem Sinne von, ich will einfach Zeit mit meinem Herrn verbringen. Egal, ob ich eine neue Erkenntnis daraus gewinne oder nicht. Ich will einfach zu seinen Füßen kommen und Zeit mit ihm verbringen. Dann kann ich alle Zeit die Bibel lesen. Weil es geht nicht darum, habe ich was Neues bekommen? Habe ich was Neues verstanden? Hat das mich gerade erbaut oder nicht? Enttäuschungen sind weg. Ich kann nicht davon enttäuscht werden, wenn es nur darum geht, Zeit mit meinem Herrn zu verbringen. Und ich glaube, mit dieser Sichtweise, mit dieser Vorangehensweise kann man alle Zeit die Bibel lesen. Kann man immer die Lust dafür finden. Hey Herr, ich will einfach von dir heute hören. Auch wenn das mir nichts Neues sagt, was ich nicht vorher gelesen habe. Ich will einfach zu deinem Wort kommen. Dein Wort ist lebendig, es ist kräftig, es kann verändern. Und es ist immer gut, an Sachen erinnert zu werden, auch wenn es mir nicht sofort einfällt, wie das in mein Leben gerade hineinpasst. Es ist immer gut, dass das frisch bei mir bleibt. So eine Einstellung zu haben, glaube ich, uns bewahrt von diesem, ich will es nicht,
Und da ist auf jeden Fall da ein Überwinden zu bekommen, was die Sache angeht, wenn es um das geht, uns weg von diesen Sachen zu trennen, die uns als Sklave halten wollen. Lass uns wirklich eine gute Entscheidung treffen, unsere Tage anschauen, wo könnte in meiner Woche mehr Bibellesen einpassen? Wo tue ich andere Dinge, die nichts bringen? Und meine Herausforderung für die Woche wäre, nimm nur einen Tag in dieser Woche und lies die Bibel eine Stunde lang. Was ich mir vorstelle, mindestens die Hälfte seit Wochen, Jahren nicht gemacht haben. Die meisten Menschen machen das nicht, glaube ich. Eine ganze Stunde die Bibel lesen. Versuch mal. Schau mal, ob das dir was gebracht hat, ob das erbauen war, ob das trösten war, ob das irgendwie einfach gut war, still vor dem Herrn zu sein. Ich weiß, wir haben es schwer, einfach still vor ihm zu sein. Aber mit der Bibel, dann hat man etwas, man kann das Gehirn beschäftigen, zur Ruhe kommen und von dem Herrn hören. Das wäre meine Herausforderung, meine praktische Herausforderung von dem allen hier für die Woche, dass jeder versucht, eine Stunde lang, nimm ein Brief im Neuen Testament und statt nur ein Kapitel, lies den ganzen Brief durch. So haben sie es ursprünglich gemacht in der Gemeinde. Ganze Brief durchgelesen. Damals war es leichter, meines Erachtens Gottesdienst zu führen. Man musste einfach die Bibel vorlesen. Jetzt, wir haben die Bibel zu Hause und wir kommen zur Gemeinde und sagen, sag mir, was ich nicht in der Bibel schon gelesen habe. So, wir wollen was Neues hören. Ja? Statt einfach, wir wollen das Wort hören. Das ist, was auch uns schwerfällt. Wir sind bombardiert mit Versen und es ist auch gut. Ich habe gestern einen Vers geschickt, was zu einer Situation gepasst hat. Und gleichzeitig, wir sind oft so bombardiert mit Versen, die wir, ja, ich habe die Bibel schon, kann das auch lesen, wenn ich möchte. Also, es ist nicht wie damals. Sie hatten keinen Zugang zur Bibel, dann in die Gemeinde zu kommen. Das ist meine einzige Chance. Wenn ich hier nicht zuhöre, vorbei. Ich muss hier attentiv, so aufmerksam die Bibel zuhören. Aber jetzt, ich glaube, wir sind so überflutet. Bibel aus allen verschiedenen Versionen. Man hat so eine Wahl von Versionen. Ja, man nimmt es als selbstverständlich, dass man die Bibel alle Zeit lesen kann. Und dann tut man was, liest nicht. Schade. Schade. Aber lasst das uns wirklich bewusst sein. Ich weiß nicht, wo jeder Einzelne ist. Wie gesagt, ich lege kein Gesetz da. Das, ihr kennt mich schon da. Ich komme oft in Schwierigkeiten mit anderen Brüdern, weil ich so in diese andere Richtung neige, zu sagen, hey, da ist kein Gesetz, die Bibel zu lesen. Das bringt mich in Schwierigkeiten. Und gleichzeitig, ich will die andere Seite betonen, es ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Das bringt uns Leben. Das erbaut uns. Und wir leben nicht aus Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und für uns heutzutage, das hat mit Bibellesen zu tun. Amen.